Was genau musst du da machen? Alles. Also eigentlich machen ja das meiste die Jugendlichen. Also ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Es findet jetzt zum vierten Mal statt und ja. Es sind einige Jugendliche mit dabei, die es schon mal mitgemacht haben, aber auch einige neue. Und wir sind insgesamt 28 Jugendliche. Und gleich gibt's Mittagessen. Wir haben verschiedene Stände hier organisiert, zum Beispiel Eismann, Tasties und so Infostände eben. Wir haben zwei Bühnen, einmal die grüne und einmal die rote. Und wir waren jetzt für Show-Acts, zum Beispiel tanzen. Also wir sind die Show-Acts und die rote sind für die Bands zuständig. Hallo und herzlich willkommen beim vierten Youth Culture Festival 2013 in Wiesbaden. Ja, zum vierten Mal ist es uns Jugendlichen gelungen, ein Festival auf die Beine zu stellen, was echt, ich denke, Respekt verdient hat. Ja, also es geht los hier und zwar mit We Different, der Hip-Hop-Crew, die ja, den Anfang macht und ich hoffe, euch beeindrucken wird. This is for the light. Get your ass a drink, you better grab a seat. You can bring my views. First, let's just get this straight. You're just a mate, but this just may be something you need to understand. It's a different day, but you may just come and hang. 'Cause I may need you to get down on the floor. Do exactly what I say. If you catch me in my zone, it may be a lucky day. But don't get out of control, 'cause I may lose my patience with you. Can somebody please tell me why do men try to be something they can never be? 'Cause us women are a totally different pedigree. You won't believe how I can be, but you may see. 'Cause you could be my muse. Also ich war in der Gruppe der Werbung und wir haben halt die Flyer gedruckt und die Plakate gemacht und ja, jetzt bauen wir die Schüler auf. Ich war in der Ständegruppe und wir haben die Infostände, wie sagt man das, organisiert und die Essensstände auch und ja. Ich war auch in der Werbungsgruppe, so wie sie, und ich habe die T-Shirts gemacht. Ja, der erste Song heißt Die Zeilen deines Lebens. Gedanken kommen, Gedanken gehen. Du kannst sie kaum noch greifbar sehen. Das in mir wird gern raus, wie in seinem Käfig das wilde Tier. Lass uns zusammen diese Straße gehen und zusammen eine Zukunft sehen. Sie sind Sven Gehrig. Ich bin Sven Gehrig, das ist richtig. Ja, ja, ich komme gerade aus dem Rathaus und bin heute terminlich ziemlich eng. Deswegen kann ich nachher bei der eigentlichen Veranstaltung gar nicht dabei sein. Schaue mir aber jetzt so die Reste der Aufbauarbeiten an und erlebe ein schwer engagiertes Team. Und ich glaube, das Wetter spielt auch mit. Das wird eine wunderbare Veranstaltung. Ich wünsche mir, dass es heute auf jeden Fall
eine große Party wird. Ich wünsche mir, dass es friedlich bleibt, dass der Marktplatz morgen wieder so aussieht, wie ihr ihn heute Morgen vorgefunden habt. Und ja, ich wünsche mir eine lebendige Kulturszene in unserer Stadt, denn junge Leute sind zweifelsohne die Zukunft unserer Stadt. Wir sind von der Gesamtorga und wir planen alles so allgemein, Genehmigungen und so weiter. Ich bin eigentlich zuständig für die grüne Bühne, das heißt Auftritte organisieren und die Leute empfangen, die auftreten werden, die zu dem Umkleideraum führen, und gerade bin ich am Luftballons aufblasen, die ich an die grüne Bühne befestige. Break
your happy home. Learn to sing along to the music, to the music. Clap your hands and shake on that summer's day to the music. Falling in love with a favorite song. I'm gonna sing it all night long. And I'm gonna dance with somebody. Dance with somebody. Dance, dance, dance. I'm falling in love with a favorite song. I'm gonna sing it all night long. And I'm gonna dance with somebody. Dance with somebody. Dance. Ich bin im Gesamtorga-Team, das heißt, wir haben die grundlegenden Sachen geregelt, Wasser, Strom, Zufahrtsgenehmigung, aber auch die Genehmigung des Festivals beim Ordnungsamt und beim Umweltamt. Ja, also ich bin vom Youth Culture und helfe hier so ein bisschen bei der Organisation und dass das alles klappt und dass jeder sein Essen und Trinken bekommt und dass jeder sich wohlfühlt. Einer der Förderer des Projektes Youth Culture Festival und derjenige, der das alles möglich gemacht hat dieses Jahr zum vierten Mal in Folge. Ein Riesenapplaus für Axel Imholz. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Mir wurde gesagt, ich soll hier eine Rede halten, aber ich habe das Gefühl, es ist hier nicht der richtige Ort, um Reden zu halten. Keiner ist hergekommen, um sich lange Reden anzuhören. Weil jetzt kommt das, weshalb ihr alle hier sitzt. Jetzt kommt wieder die Musik. Jetzt kommt Drive in September. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss. Gonna be the day that you're gonna throw back to you. Bye.
I know you should somehow realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the waters on the street, did the fire when you had us out. I'm sure you had thought before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads you have to walk are winding, and all the lights that lead us, they are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Gonna be the one that sees me. And after all, you're my wonderwall. Und ihr seid am Youngkeeper-Stand. Was genau macht ihr da? Ja, wir machen Cocktails und verkaufen sie dann auch. Die Cocktails sind halt ohne Alkohol und das soll halt Kindern zeigen, dass Alkohol schädlich ist. Und deswegen machen wir halt Cocktails ohne Alkohol und dann zeigen, dass es genauso gut schmeckt. Ja, hi, ich bin der Leo Lepjord. Ich bin 16 Jahre alt und spiele mit Vince schon seit 5-6 Jahren. Ja, 5-6 Jahre kommt hin. 5-6 Jahre kommt hin, ja. Okay, und du? Ich bin Olivia, bin 13 Jahre alt und ich spiele E-Bass und singe. Ich bin der Vincent, ich bin 17 Jahre alt und ich bin der Pianist in der Band. Without your love.
alkoholfreies Bier gibt's nicht. Wie, es gibt kein alkoholfreies nicht? Bier? Nee. Nein, das ist eine Erfindung von komischen Hippies. Es gibt alkoholfreie Cocktails, hallo? Ja. Lob an die Organisation und all diese Leute, die das ja immer jedes Jahr veranstalten. Dankeschön. Der nächste Song entstammt so ein bisschen meinem Metier hier. Es geht um die Legalisierung von Baldrian-Tee. Fick die Prohibition, viel Spaß mit Baldrian-Tee. Kommt schon, alle rüber. Oh yeah. Ey, yo, man hat mir gesagt, unser Tee sei nicht legal. Die können nicht mal vegan, denn ich hab was am Start. Und wer jetzt hat, could you stop to bitch and whine?
Aufgabe hier? Werbung. Ja. Oh. Mann, der regt mich so auf. Ich kann es nicht. Hörst du mich? Hörst du mich? Ja? Nein? Das Problem ist nur, dass die uns irgendwie ein paar tausend Euro anvertraut haben und wir nicht nach Kuba ausgewandert sind. Die sollten froh sein, von daher. Ja, also ich soll halt, nein, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Jemanden, der nochmal zwei Biertische hier hinräumt. Wie heißt du? Hallo. Was macht ihr für eine Musikrichtung? Da braucht man die anderen. Okay, ist das drauf? Okay, sehr gut.